Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Spyro Reignited Trilogy. Beim letzten Mal haben wir das Spiel angefangen und die Heimatwelt der Artisans und Steinhügel abgeschlossen. Heute wollen wir erstmal nach Hollow Hill. Ich hab vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Und dann noch zu Town Square. So, da, dunkles Tal. Hollow Valley? Keine Ahnung. Dark Hollow! Dark Hollow. Jetzt habe ich's. So, also ja, wie gesagt, die ersten paar Episoden sind schon mal ein bisschen im Voraus aufgenommen. Damit es nicht zu Unterbrüchen kommt. Falls wieder irgendwas passiert, was hier irgendwie Running Gag ist in meinem Leben. Hey, ich habe jetzt gerade wirklich mega Zeit und so. Haha. You fought. Nein, auf jeden Fall. Weiß ich halt noch nicht, was ihr davon haltet, aber ich bin mir sicher, es ist sehr positiv. Also, die Musik, super. Mond, vorhanden. Frösche, um Geräusche machen. Na, guck dir mal die Norks an, die wollen richtig eins aufs Fressbrett. Oh, der Frosch ist so süß. Bonk. Tja. Hallo, Frosch. Hallo, Frosch. Oh mein Gott. Hier schreibt gerade jemand. Nicht jetzt. Ich bin am Aufnehmen. Oh mein Gott. Stimmt. Sie haben ja die Welt jetzt auch verhübschert. Und jetzt ist hier verhübschert. Verhübschert? Hübscher gemacht. Und jetzt ist hier ein Bücherregal mit Büchern und Kerzen. Oh mein Gott. Es ist so wunderschön. So. Also. Dark Hollow. Oh, Ich liebe die Designs von den Norks und alles. Die Musik haben sie auch gut hingekriegt. Was ich tatsächlich jetzt wieder sehe, sind diese Mikro-Lags, die ich die ganze Zeit hatte, als ich privat gespielt habe. Also, falls ihr die Lags nicht in der Aufnahme seht, liegt es wahrscheinlich an Elgato. Falls ihr sie seht, es tut mir leid, ich habe alles versucht. Ich konnte es auch privat nicht lösen. Falls ihr eine Lösung habt, immer her damit. So, auf jeden Fall retten wir unseren ersten Drachen. Und dieser heißt Alban. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Oh, die sieht auch so cool aus. Und hier in der deutschen Version klingt es so herablassend. So. Ja, diese kleinen Wesen interessieren mich nicht. Ich bin ein großer, starker Drache. Ich könnte sie mit meinem kleinen Zeh stören. Aber gut. Wollen wir nicht ein Schwindel sein. Welch ein großer Drache. Na komm, dreh dich um. Dann würde ich ja wahrscheinlich auch sehr herablassend sein, was kleine Kreaturen angeht, die mich umbringen wollen. Ich glaube, das kommt mit Macht, dass man herablassend wird. Na komm, dreh dich um. So. Und die haben sie auch richtig cool gemacht. Oh mein Gott. Sie haben das halt... Guck dich das mal an. Ich meine, es ist basically das gleiche Level, aber es hat so viel Persönlichkeit dazu bekommen. Allgemein, ne? Hallo, Oswin. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Der sieht tatsächlich ein bisschen plain aus, wirklich mit den anderen, aber ne. Aktion. Nein, das wollte ich nicht. Ich will ihn nicht mal anhören. So, aber wir können es umsehen. Können wir auch natürlich auch machen. Ach, meine Herren. Es ist einfach zu hübsch. So. Apropos zu hübsch, Leute. Ihr habt doch sicher auch irgendwelche Spiele aus eurer Kindheit. Weil viele von euch sind relativ jung. Also vielleicht nicht unbedingt. Also viele von euch haben sicher irgendwelche Spiele, für denen sie sich denken, boah ey, ich würde gerne davon ein Rework oder ein Remaster sehen. Ist ja cool, wenn ihr mir verraten könntet, welches wären. Weil bei mir war es halt natürlich Spyro. Das war natürlich klar. Der hat ein Bucket auf dem Kopf. Alter, ne?
Die Feuer brennen. Sind es bei mir sonst noch welche Spiele? Eigentlich wurden die meisten meiner Wünsche tatsächlich schon erfüllt. Ich meine, zum Beispiel Rayman war auch ein großer Wunsch, dass Rayman mal wieder ein guter 2D-Plattformer wird. Das gibt es ja mit Rayman Origins und Rayman Legends. Natürlich Spyro. Crash, also es war, ja gut, gewünscht habe ich mir das nicht, aber ich war trotzdem erfreut, als es passiert ist. Und sonst natürlich Final Fantasy VII. Das ist natürlich auch sehr hoch auf der Liste, da wurde ja mal was angekündigt. Aber bisher haben wir ja nichts von gesehen, ne? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich diesen Trend schon cool. Solange halt nebenbei natürlich neue Games rauskommen. Ach ja. Oh, husch. Das hab ich. Ich hab's noch nicht geholt. Ich dödel. Das müssen wir natürlich schnell nachholen. So. Aber ich meine, guck dich das mal an. So eine schöne kleine Leseecke. Da wird man am liebsten einfach einen Stuhl nehmen. Nein, so ein Sofa nehmen, es hinstellen, einfach den ganzen Abend lang lesen. Ach ja. Guckt euch das einfach an. Guckt euch das einfach an. Mit der Musik natürlich ist alles. Es ist so. Es ist auch so toll. Oder gibt es auch irgendwelche Games, die ich gerne. Wenn ich so zurückdenke. Aber vielleicht ein Remake vom Original Spellforce. Mit den gleichen Synchronsprechern natürlich. Das ist natürlich super. Also hier Spellforce, Order of Dawn. Das ist auch uralt, das Spiel. Aber es ist eins meiner wenigen Spiele. Das wäre natürlich cool. Sonst. Darius, der Kartograf. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Alle Drachen gefunden. Haben wir jetzt nicht. Ja, wir haben wirklich 100%. 1, 2, 3, 4, 5. Snap. Ich habe irgendwo einen Edelstein vergessen. Warum wird das wahrscheinlich zum Running Gag in gefühlt jedem Level? Dass ich einen Edelstein vergessen habe. Na gut. Ja, es würde mich freuen, von euch zu hören. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Auch wenn ich nicht immer antworte. Eigentlich antworte ich sehr selten. Oh, da habe ich dich. Böser kleiner Edelstein. Ah. Und ich meine, dadurch kann man natürlich auch so gegenseitig so neue Games entdecken, wenn es vielleicht irgendwas mega Unbekanntes ist. Oder so, sonst was halt in die Richtung. Oder vielleicht kann man das so gemeinsam so schwärmen, so, oh mein Gott, ich erinnere mich an das Spiel, das war toll. Ach ja, so. Lasst uns nach Hause gehen. Ja, aber dann schaffen wir 2 Level heute. Das heißt dann, beim nächsten Mal machen wir Toasty und kommt zu den Peacekeepers. Oh, die Peacekeepers. Ich liebe die Peacekeepers. Sie sind eine meiner Lieblings... Also die Welten an sich sind natürlich... auch cool, aber ich liebe die Designs der Peacekeepers. Die waren früher immer meine Favoriten. Die Artisans sind natürlich auch super. Oh mein Gott, das habe ich auch gar nicht bemerkt. Das floatet ja mit Magie. Nicht so schnell, Freundchen. Oh mein Gott. Oh, wir müssen natürlich noch das Flight-Level machen. Auf das habe ich also richtig keine Lust. Na gut, dann machen wir das vor Toasty. Oder machen wir das nach Toasty? Ich weiß es nicht. Wir werden es dann sehen. Und was sie natürlich auch genommen haben, sind diese Perlendinger. Das ist nämlich auch schön. Aber ja. Nee, am coolsten finde ich halt tatsächlich wirklich das Sounddesign von den SFX. Also das Feuerspucken, das Laufen, das Springen, also diese Sachen. Das ist halt sehr wichtig in dem Spiel. Das sind ja die Geräusche, die man immer hört. Und wenn die mit der Zeit nervig werden, ist es halt nicht gut. Aber bei Spyro haben sie das halt wirklich cool gemacht. Und natürlich Sparks klingt so toll wie immer. Und ja, auf zur Altstadt, Town Square.
So, hier gab es doch auch ein, auch ein Dingsbums, oder? Oder nicht? Dreh alle Bullen um oder irgendwie sowas in der Richtung. Ah. Ah. Guckt euch das mal an, Leute. Hört euch das mal erstmal an. Super, oder? Ja, so. Erstmal ein bisschen die Klappe halten und die Musik enjoyen lassen. Honestly, ich hätte das so gern als Blind-Projekt gemacht, aber wie gesagt, es war einfach nicht drin. So, ich guck mal schnell. Wartet. So. Altstadt, alle Bullen stecken fest. Ich hab's doch gewusst. Hallo, Nils. Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Er hat eine Statue von Spyro gemacht und jetzt hat er sie umgeschmissen. So, jetzt wieder Enemy Design. Guckt euch die Bullen an. Guckt ihr das mal an. Man hat sehr an damals, oder? Ah, ich liebe es. So macht man ein Remix. So und nicht anders. Halt wirklich. Es ist halt wirklich so eine Ode an das Original, aber halt trotzdem hat natürlich seinen eigenen Charme. Guck mal, das Symbol der Artisans ist ein Pinsel mit Flügeln. Weil es ja die Künstlerdrachen sind. Solche Details sind halt. Sie hauchen dem Spiel einfach so ein wunderschönes Eigenleben ein. Es fühlt sich halt so richtig lebendig an. Und ich liebe das so sehr. Hallo Devlin! Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Ich habe gar nicht gemerkt, dass das ja auf der einen Hand, mit der er den Kuchen hält, so einen Ofen mit hat. Wie gut! So klein. Seht ihr? Ich spiele das Spiel jetzt zum zweiten Mal, aber. Details. Klitzekleine Details. Was dich gerissen. Ah, nicht töten, nicht töten. So. Gut, ich will zuerst mal alle Bullen umboxen, damit ich das schon mal drin habe. Und dann nachher. Dann nachher werde ich noch den ganzen Rest machen. Ich will nicht aus Versehen. Ich will das nicht nochmal machen müssen, aber ich denke. Kannst du mir wehtun? Ja, kannst du mir wehtun. So, nicht mit mir. Weil die, man darf sie halt nicht umbringen. Also ich weiß nicht, ob man sie umbringen darf, aber. Da oben ist noch einer. Ich will das jetzt vorerst mal nicht machen. So. Gut. Nix. Was machen denn die Hühner? Genau. Wenn man neben den kleinen Kreaturen steht, haben die eigene Animation bekommen. Was ich natürlich auch super finde. Ah. Ach ja, das ist so toll. Das ist so voller kleiner, süßer Details. Und das macht Charo natürlich sehr glücklich. Hallo, Alva! Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und... und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Das sah lecker aus. Aber gut, wir müssen den Dieb aufhalten. Das ist der, ach Gott, das ist der schlimmste Dieb von allen. Aber hoffentlich schaffe ich das jetzt direkt. Ja, Gott sei Dank. Das habe ich sehr oft geübt. So, ich will eigentlich zuerst die Edelsteinchen einsammeln, den Bullen umkippen. Und dann kümmern wir uns um den Dieb. So. Aber ja. Es würde mich natürlich auch freuen zu hören, wie viele von euch denn Spyro schon gespielt haben. Also ob überhaupt jemand das gespielt hat, weil ich wurde ja auf Twitter tatsächlich öfters gefragt, so hey, spielst du denn Spyro? Und ich war like, ja natürlich spiele ich Spyro, hallo. Ich heiße Drache Charo auf YouTube.
Was ist das für eine Frage? So, oh, guck dir das mal an. Ich liebe, dass man das machen kann. Und hier sieht man sogar, wie die Kisten funktionieren. Die sind quasi mit dem Edelstein angetrieben. Wenn man sie zu schnell dreht... dann... geht der Mechanismus kaputt. So. Und hallo Tor. Na, was geht? Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Oh, so schön designter Drache. So, jetzt können wir den Dieb holen und haben eigentlich plus minus alles gemacht. Ich kann die nicht nochmal umrennen. Ah, ist natürlich praktisch gemacht. Und... oh Gott, das fängt an. Ich hab's zum ersten Mal geschafft, ne? Das wird sich jetzt rächen. Also gut. Eins, zwei und... oh, Gott sei Dank. So. Wo ist der Dieb? Den hole ich mir. Unten. Das wäre auch zu schön gewesen, ne? Das wäre auch zu schön gewesen. So. Ihr könnt euch vorstellen, warum das der nervigste Dieb von allen ist. Man muss ihn direkt beim ersten Durchrinder schnappen. Weil sonst, ne? So. Komm her, du Dieb. Ich kriege dich. Ah, Gott sei Dank, ich habe ihn bekommen. So, wir haben 100%. Diesmal gab es keinen Edelstein, der uns davon abgehalten hat, direkt aus dem Level rauszugehen, sobald wir fertig waren. Das ist doch angenehm. Das ist ein schöner Boden. Ich mag diesen Boden. Ich mag auch die Bodenbeschaffenheit, die ist halt wirklich... das haben sie aber halt wirklich cool gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das in der vorigen Episode angesprochen habe, aber eins meiner Lieblingsdetails ist einfach das hier. Dass das Gras versenkt wird. Und honestly, ich finde es toll, dass da Gras tatsächlich auch wächst. Das macht das Ganze nicht viel. Das macht das alles so viel sympathischer. Es ist so schön. Also, ab nach Hause. Und nein, bevor ihr fragt, wir werden das Fluglevel nicht jetzt machen, weil das Fluglevel dauert. Rückkehr nach Artisan. 18 Minuten. Ja, wir können noch zum Fluglevel hinlaufen und dann können wir da eigentlich Schluss machen für heute. Klingt doch nach einem Deal, oder nicht? So. Ah, Spyro. Es ist halt... honestly, wir machen zuerst Toasty beim nächsten Mal. So, das Drachenmaul ist so schön. Guck dir das mal an. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ich liebe es. Gut, also. So. Beim nächsten Mal machen wir dann Toasty, das Look-Level und... begeben uns in die Welt der Peacekeepers. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und haltet die Ohren steif. Ciao.